Ja, moin zusammen. Bei den letzten Videos habe ich ja hier so ein bisschen rumgewedelt mit solchen Akkus hier, wo ich dann gesagt habe ab und zu, ja, ich habe hier die Kapazität gemessen oder besser noch die Leistung gemessen in Wattstunden. Und darum geht es jetzt mal. Wie mache ich das? Nicht wie man das machen kann. Gibt sicherlich größere Experten, aber wie mache ich das? Bin ich da erstmal drauf gekommen. Ich mache das eigentlich schon seit über 2 Jahren. Also Anfang 2019 habe ich damit angefangen, aus reiner Neugierde, weil ich ja mehrere von diesen Akkus habe und vielleicht der ein oder andere das ein oder andere Video angeguckt hat, ja auch das mal gehört hat, ja so und so viele Amperestunden hat so ein Ding. Oder die und die Kapazität, so und so viele Wattstunden hat das Ganze. Naja, und wie komme ich dann da drauf? Ne? Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, das zu messen. Habe mich dann natürlich bei YouTube umgeguckt und da gibt es natürlich jede Menge Experten. Nur die Erklärungen waren nicht teilweise nicht so, wie es mir gefallen hat. Wie gesagt, das ist jetzt eine rein persönliche Geschichte, genauso wie dieses Video auch ein sehr rein persönliches Video ist. Warum? Es geht ja in erster Linie um die sogenannten elektronischen Lasten. Damit misst man ja eben eine Kapazität bzw. die Leistung eines Akkus. Kapazität in Milliamperestunden, die Leistung in Wattstunden. Wenn mir ein Video nicht gefällt, dann kann ich ja einen Autor nicht auffordern, mach das mal anders. Nicht? Das ist ja bei mir genauso. Wenn jemandem das nicht gefällt, was ich mache, dann ja, kann ich nur sagen, schreib doch nicht einfach dahin, alles Blödsinn oder schlecht oder so, sondern mach's besser, mach's anders. Mach es so, wie du dir das vorstellst. Ja? Und genau so versuche ich es dann ja auch. Das heißt, jetzt hier mit meinen bescheidenen Mitteln versuche ich da zu erklären bzw. vorzumachen, wie ich die Kapazitäten von Akkus oder die Leistung von Akkus messe. Das wird dann so notiert, dass ich dann mir hier auf diese Stelle, das ist die neutralste Stelle, habe ich dann festgestellt. Da packt keiner drauf an. Da kommt ein Ladegerät nicht hin, da kommt die Maschine nicht hin. Das wird nicht zerstört. Einfach so einen kleinen Aufkleber da drauf klebe, um dann mit dem Datum zu wissen, was habe ich da gemacht, was sind das denn für Aufkleber. Naja, das sind solche Endlos-Etiketten eigentlich für einen Nadeldrucker. So in Streifen geschnitten. Tada! Nicht? Und dann hat man hier mehrere von diesen kleinen Etiketten. Ist eine ganz praktische Geschichte, kann man jede Menge Akkus mit versorgen. Das ist also recht einfach. Ich handel sowieso nach dem Motto KISS, keep it simple, stupid. Oder wie man sagen würde, ja, Frauen lieben die einfachen Dinge im Leben, Männer. Ne? Die komplizierten Sachen bei uns macht meine Partnerin. Und ich mache den Kram, sowas hier. Auf der anderen Seite werde ich auch dazu gezwungen, mich etwas näher in diese Sache reinzudenken, mich mehr damit zu beschäftigen, wenn ich versuchen sollte, so etwas zu erklären. Letztendlich ist das auch eine Erklärung für mich, damit ich das später nochmal wieder hervorkramen kann und sagen kann, ja, genau so war das dann. Ne? Ich habe verschiedene Gerätschaften, die habe ich hier eigentlich so hingelegt schon. Das hier hatte ich ja schon mal gezeigt. Nicht? Das ist einfach so ein... Hier, das ist so ein Universallader. Damit kann man dann auch Kapazitäten messen. Damit habe ich ja zum Beispiel die Kapazitäten von diesen angeblichen 30.000 mAh Akkus von Wish auch gemessen. Das war dann ja auch eigentlich der Auslöser, weswegen ich eine Reklamation dort gemacht habe. Ja, wer das Video mit der Wish-Bestellung da gesehen hat, wieso habe ich denn jetzt schon wieder diese Akkus hier? Habe ich die denn nicht weggeschickt? Doch, habe ich weggeschickt, bloß so als Nebeninfo unter der niederländischen Adresse Chipo waren die nicht zuzustellen, deswegen kam das Päckchen wieder zurück. So ist das, dass ich jetzt hier ein paar Akkus nochmal liegen habe und die Einzelkapazität von diesen
von diesem Akku, der ja jetzt hier im Moment am Laden ist mit diesem Gerät, habe ich dann nochmal mit dem hier gemessen. Ja, da kommen wir nochmal zu. So, wir versuchen jetzt hier diese elektronische Last gemäß der Bedienungsanleitung mal einzurichten. Hier diese Akkus zum Beispiel, die Messung, da brauchen wir 15 Volt als Mindestspannung, also die unterste Grenze mal einschalten oder einstellen. Und wie machen wir das am besten? Das heißt also laut der Bedienungsanleitung, keep pressing the key when power off. Das heißt also, der Key ist der hier. Und dann stelle ich das mal hier in die Nähe. Das ist das Netzteil dafür. In die Nähe des Schalters hier, dass ich dann also beides mit einer Hand bedienen kann. Also hier einmal den Knopf drücken, Button drücken und dann gleichzeitig dann das Netzteil einschalten kann. So, das ist die eine Geschichte, dann ist das in dem Einstellmodus. Und da ist für uns wichtig, oder die Spannung, bei der dann die elektronische Last aufhört zu entladen. Also fangen wir mal an. Und ein, 300 Volt, also das ist egal. Die unterste Spannung, das ist für uns interessant. Reset, also das war dann zu lange gedrückt. Machen wir das Ganze nochmal aus. Ein. So. Die Spannung oben. So, jetzt sind wir hier Doppelklick und Einfachklick. Also jeder Doppelklick geht 0,1 Volt nach oben. Und wenn wir jetzt eine einzelne Zelle messen wollen, dann müssen wir bei 3 Volt aufhören. Und so weiter. Und wenn wir einen runtergehen wollen, dann drücken wir einmal. Ne? Das wären wir 2,9 Volt. Und doppelklicken, da sind wir ja mal 3 Volt. Okay. So, das ist jetzt eingestellt. Und jetzt könnten wir zum Beispiel eine einzelne die Kapazität bzw. die Leistung, in diesem Fall die Leistung einer einzelnen Akkuzelle messen. Die Stromstärke stellen wir hier und hier dran ein. Ja, zum Beispiel hier ist die Feinjustierung der Ampere, die ich da entnehme, und hier ist die Grobjustierung der Ampere, mit der ich dann hier diese Zelle belaste. Jo, jetzt haben wir das mal ausgeschaltet und dann nehmen wir mal so eine Möglichkeit war, hier über die USB-Schnittstellen, hier USB-A, Mini-USB, Micro-USB, USB-C, beziehungsweise Hohlstecker oder auch ganz einfach Schraubanschlüsse. Ich könnte das dann also auch hier einfach in die Last reinschrauben. Aber ich kann das auch so machen, dass ich dann hier einfach mal Plus mit Plus und Minus mit Minus verbinde. Und jetzt schalten wir das mal ein. Welcome. Wir haben jetzt hier alle Regler nach links gestellt und wir haben hier eine Spannung von 3,91 Volt auf dieser Zelle. Und das ist ja eigentlich ganz gesund. Und wenn wir dann wenn wir dann langsam hochgehen, das ist hier die Grobeinstellung, so, wir gehen jetzt erstmal hoch auf 0,6 Ampere, 0,7, 1,2 Ampere, ja. Wir laden das Ganze mal mit
einem Ampere. Hier oben noch ein bisschen Feintuning machen. Und man sieht hier, dass ich kippe das mal so ein klein bisschen, dass wir hier die Amperestunden werden hochgezählt, aber da auch dann die Wattstunden. Ja? Und das ist ja das eigentlich Wichtige. Ich hoffe, das sieht man dann so. 0,14 Wattstunden. Wir lassen das jetzt mal so ein klein bisschen vor sich hinlaufen. Mal gucken, wie viel Kapazität diese angebliche 30.000 mAh Zelle hat bei 3,7 Volt. Ich habe noch andere, so kleine Teilchen hier, mit denen kann man im Prinzip das Gleiche machen. Man kann damit die Wattstunden messen und die Amperestunden und hier auch. Nicht? Aber wenn man das schon sieht, ja, es gibt schon irgendeinen Grund, weswegen hier so ein dicker Lüfter drauf ist, ein dicker Kühler drauf ist. Das gleiche kann man also die Amperestunden auch mit solchen USB-Mietern da messen, beziehungsweise hier in der etwas edleren Form mit so einem Ding. Ja, das kann man dann hier reinstecken und dann mit diversen Kabeln dann sogar als Multimeter dann verwenden. Nur, wie gesagt, es gibt auch Gründe, weswegen hier so ein dicker Lüfter da drauf ist, und wir werden uns im Folgenden eigentlich nur noch mit dem hier beschäftigen. Gut, zum Entladen, da gehört vorher natürlich auch ein Laden des Akkus dazu, und wir reden jetzt ausschließlich um oder über die Lithium-Ionen-Akkus. Da ist uns das so ein bisschen näher gebracht worden. Vorher hat man ja so ein bisschen, meine ich, drüber hinweggesehen. Ja, die sind halt überall eingebaut, auch ein Rasierapparat und so weiter. Kannst du immer einstecken und immer laden und elektrische Zahnbürste und so ein Kram. Ja, passt schon. Aber jetzt, wo die Elektromobilität so ein bisschen mehr aufkommt,
da kümmert man sich so mehr drum. Und bei der Elektromobilität, da geht es eigentlich auch immer nur um die, erstmal bei der Entladung, beziehungsweise überhaupt beim Tankinhalt, in Anführungsstrichen, um die Kilowattstunden, was so in so einem Akku drin ist, und zwar netto und brutto, ne? Und dann um die Ladeinfrastruktur, wie schnell kriege ich da was rein und wie hoch, was ist das Optimale. Und das wird einem auf diese Art und Weise dann schon etwas näher gebracht. Und deswegen fahren die meisten ja auch wieder oder noch immer mit Benzinkutschen durch die Gegend. Ich auch, weil ich sehe da im Moment noch nicht so richtig die Alternative in der Elektromobilität. Jedenfalls für das, was ich vorhabe. Siehe mal, habe ich mal so einen kleinen Clip gemacht über meine Anforderungen an mein Privatauto. Und dann merkt man, das geht mit Elektromobilität noch nicht. Ja, ich habe mir so ein paar Zettel hier ausgedruckt, und das ist ja auch das Schlimme daran, wenn man sich eben mit diesen Ladesachen Elektronik oder Elektrotechnik da beschäftigt, da kommt immer mehr und mehr und mehr zusammen. Ja, da werde ich mal so ein bisschen da durchsprechen. Meistens sind es auch Diagramme. Und ich bitte da um, ja, nicht Nachsicht, sondern ich bitte da um etwas Aufmerksamkeit bei den Experten, falls ich da wirklich einen dicken Bock schieße. Weil ich bin von Hause aus kein Elektroniker. Ich habe das nicht gelernt, nicht studiert und nicht jahrzehntelange Praxis da drin, sondern ich mache das, weil das einfach nach meinem Dafürhalten zum Testen von Akkuschraubern oder Akkugeräten einfach dazugehört, dass man das, was eigentlich den Saft liefert, auch mal so ein bisschen unter die Lupe nimmt. Aber nicht so stark, wie ihr das eigentlich macht. Es gibt ja zahlreiche Foren, die sich halt mit diesen Zellen hier beschäftigen und ja, die ganz genau sagen können, wann welcher Akku nun zu empfehlen ist, zu kaufen. Das mache ich natürlich nicht, weil für mich ist das so ein Akkupack ja genau das, was es ist, nämlich eine Blackbox. Da sind Akkus drin, ja, und man macht sie nur in den seltensten Fällen auf, so wie diese hier, und schaut dann da auch mal rein. Und wieso mache ich so etwas auf? Ja, weil das einfach defekt ist, ne? Und das soll die ganze Geschichte auch noch mit beleuchten. Das heißt also ein bisschen die Erfahrung, weil diese Teile hier sind ja auch relativ teuer. Und wenn so ein Teil kaputt geht, ne, wo ich hier gerade so ein Parkside vom X20 Volt Team in der Hand habe, zur Zeit, wir haben jetzt den 10. März 2021, ist kein Akku von Parkside zu haben. Also man muss mit den bestehenden Dingern vorsichtig umgehen. Man kann sie sich aber durch solche Leistungsmessungen mit elektronischen Widerständen oder elektronischen Lasten, exakter gesagt, kann man die sich ganz schnell zerschießen, und dann ist das weg, beziehungsweise man muss das dann auseinanderpflücken und dann die wieder pairen mit anderen Akkus. Kann man machen. Edelbastler tun das, aber ich nicht. Also für mich sind das eben Blackboxen, die müssen eben funktionieren. Und der ein oder andere hat da eine einfachere Methode, eine preiswertere Methode, die gleichen Ergebnisse zu bekommen, die aber genauso eingängig und schnell ablesbar sind. Darauf kommt es ja auch an. Nicht umsonst habe ich das Ding. Es gibt natürlich auch dann wesentlich teurere Lasten, die das Zehnfache, das teilweise Hundertfache kosten und noch mehr. Klar, für den Industriellen oder für den Profi ist das sicherlich eine interessante Geschichte, aber leider nicht für mich und vor allen Dingen für mich auch nicht erschwinglich. Ja? Und es soll ja auch irgendwie auch nachvollziehbar sein für jemanden, der auch mal neugierig ist, der das gerne möchte. Ja? Nebenbei gesagt, ich habe genug Geld. Nur ich definiere das etwas anders. Ich habe genug Geld, wenn ich die letzten 50 Euro im Monat nicht zweckgebunden ausgeben muss. Ja? Und da sind Geräte für 4.000, 5.000 Euro oder noch mehr für so ein paar Messungen. Nein, das ist dann übertrieben.
Genauso viel kann man natürlich auch für vernünftige Ladegeräte wie für elektronische Lasten ausgeben. Und zum Entladen gehört vorher erstmal, dass man einen Akku auflädt. Ja, und da haben wir dann hier, zeige ich euch das mal dann rein ins Bild, eine ältere, aber immer noch nach wie vor gültige Ladekurve oder Ladekurven. Und zwar die Ladecharakteristiken, das fängt eben dann an. Unten ist die Zeit aufgetragen, oben ist die Zellspannung aufgetragen, beziehungsweise dann auch der Ladestrom. Und auf der rechten Seite die Kapazität, die geht dann bis eben 100%. So, dann haben wir zum einen zwei Bereiche, die wird getrennt durch einen, durch diesen senkrechten roten Strich und mit Constant Current und auf der rechten Seite Constant Voltage, also einmal mit konstantem Ladestrom und dann wird die konstante Spannung gehalten. So soll es sein. Das heißt also, man sieht hier ganz klar, die Ladekapazität, das ist diese grüne Kurve hier, die steigt anfangs mehr oder weniger stark an, ob so linear oder etwas anders, das sei mal dahingestellt. Ab 75-80% der Ladekapazität erreicht, gehen wir mal nach rechts, und dann geht das ganz, ganz langsam weiter. Also wenn wir uns das angucken, die Zeit, hier zum Beispiel 1,5 Stunden, bis es auf 80% ist, und dann die restlichen bis auf 4 Stunden hoch gemessen, die 2,5 Stunden, die braucht das so ein Akku, bis es dann wieder voll ist. Mit dem Ladestrom, da geht es erstmal mit richtig viel Strom rein, also mit einem konstanten Strom, und dann ab diesen 80% etwa, da wird der Strom ständig runtergeregelt, geht dann bis auf 0, bis dann die Zelle komplett geladen ist. Und die Ladespannung, das ist dieses lila Zeugs da, diese lila Linie, nun, die fängt erstmal deutlich unter den 4 Volt an, bei 3,5, 3,6 Volt Nennspannung, und geht dann hoch bis etwas über 4 Volt. 4,2 Volt in diesem Fall. Ob das so sinnvoll ist, das sei mal dahingestellt. Das ist eben so ein grobe Übersicht, wie die erstmal zu der Spannung kommen. Und das Interessante ist aber, wenn man dann zum Beispiel so ein so ein Akku misst, und ich habe das ja auch mal gemessen, das heißt hier einfach die Spannung an den Klemmen bzw. an den Polen, wo dann da die Maschine dann letztendlich ihren Saft herholt, ne, hier außen. Und da habe ich dann festgestellt, was ich mit dieser Armada hier von diversen Akkus erreichen möchte, ist zweierlei. Zunächst einmal habe ich die Akkus jetzt mal frisch mit den Original-Ladegeräten bzw. die hier mit einem Nachbau-Ladegerät aufgeladen. Da wollen wir erstmal messen, wie hoch die Spannung ist an den Kontakten plus minus. Ja, bei Makita, bei Einhell und bei Parkside. Dazu nehme ich ein simples Multimeter. Ich hoffe, dass die Werte sieht man hier. Wir haben zunächst einmal den Einreihen 1,5 Ampere Stunden Akku. Der hat frisch geladen 18,25. Dann einen auch No-Name 5 Ampere Stunden Akku. Der hat frisch geladen 18,54. Dann den Whately Cooper Akku, also das ist derjenige, der uns anzeigt in Volt, wie viel Spannung er hat. 20,8.
Ich hoffe, das sieht man hier irgendwie. Und jetzt gucken wir mal, was der uns an den Kontakten zeigt. 18,45. Jetzt ein Waitley, ein neuer Waitley, der uns nur auf Knopfdruck 100% zeigt oder irgendeine Prozentzahl. Ja, von was ist immer die große Frage. Der hat 17,94, also knapp 18. Und das ist der Original Makita 5 Ampere-Stunden Akku. Der hat 18,18, 18,2. Also so 3,6 bis 3,7 Volt pro Zelle. Jetzt ein Parkside X20 Volt Team Akku mit 2 Amperestunden. Moment, da ist die Polarität andersherum. 18,59. Und der mit den 4 Amperestunden hat 18,44. Dann haben wir hier noch zwei von Einhell. Einmal den großen 5,2 Amperestunden Akku und dann den normalen 3 Amperestunden Akku, wie er so in vielen Sets drin ist. Die haben hier 18,15. Ja, muss man mal umdrehen. 18,17. Und hier haben wir 18,33 Volt. Die Spannung dort liegt so bei 18 bis 18,5 Volt, was ja einer Einzelzellenspannung von 3,6 bis 3,7 Volt entspricht. Das ist ja okay. Nur wenn ich dann hier zum Beispiel einschalte, das ist einer der ganz wenigen Akkus, die eine... Ja, kann man das vielleicht sehen, die hier eine Spannungsanzeige habe, dann stehen hier 20,6 Volt. Ja, 20,6 Volt, das würde dann dividiert durch 5 einer Spannung von einer Einzelzellenspannung von 4,1 Volt, etwas mehr als 4,1 Volt entsprechen. Und das, ja, das ist so ein kleiner Unterschied, jetzt weiß ich wirklich nicht. Also diese Spannung hier, die hier angezeigt wird, entspricht ja dem, was, wenn ich das mal öffne, wenn ich hier, im Prinzip sind ja alle Akkus gleich aufgebaut, die haben hier unten die Akkus, die Reihen, also 5 Stück. In diesem Fall, wir unterhalten uns über 18-20 Volt Zellen. Wir unterhalten uns jetzt nicht über hier diese 10,8 oder 12 Volt Zellen. Die sind hier also in einer Reihe, geschaltet. Und ja, dann haben die hier auf der Platine einen Plus- und Minus-Eingang. Haben natürlich auch noch eine Temperatur bzw. Spannungsüberwachung. Und dann haben wir hier diese Klemmen, wo dann die Maschine ja, Kontakt aufnimmt oder den Strom abzapft aus dem Akku. So, und hier unten quasi, beziehungsweise hier und da, das wäre dann hier in diesem Fall an diesen beiden Stellen, dort würden dann diese 20 Volt gemessen und hier oben dann die 18,5 Volt. Jetzt bin ich nicht Experte genug, ne, um zu urteilen, was exakt dann diese Elektronik dort macht. Auf jeden Fall eine Spannung konstant halten tut sie nicht. Denn das sieht man ja auch, wenn man beim letzten Video, wo ich dann zum Beispiel auch so einen Akku genommen habe und ich habe den hier laufen lassen, wobei ich dann hier den Strom aus diesem Akku zum Beispiel entnommen habe zum Betrieb von einem Bohrer bzw. von einer Akkuflex. Und da brach dann die Spannung ja ein bis auf 15, und, oder 16 Volt. Ja, also konstant halten der Spannung, das ist was anderes.
Nicht? Da gibt es ja ganz andere Geschichten, so Step-Up, Step-Down-Converter. Die halten also die Spannung konstant, egal was da für eine Eingangsspannung ist. Natürlich bis zu einem gewissen Grade nur, aber das macht das hier nicht, die Elektronik. Und die macht irgendwas anderes, aber auf jeden Fall erstmal liefert sie 18 Volt. Okay. Und beim Entladen, darum geht es ja jetzt eigentlich, beim Entladen, da passiert dann im Grunde genommen Folgendes. Ja, aus dem Taschenlampenforum, ich habe da so mehrere Tabellen aus diversen Foren da rausgenommen. Die Links sind dann immer da drunter. Und zwar einmal hier, ja, aus dem Taschenlampenforum. Das ist eine, ja, 18650er Zelle Trustfire, 3400 mAh. Und die wird dann mit verschiedenen Strömen belastet. Ja, und dann hat er eine Kurve oder im Grunde genommen drei Kurven ausgemessen und dann nochmal eine Wiederholungsmessung gemacht. Einmal mit 1 Ampere, 3 Ampere, 5 Ampere, 7 Ampere Stunden, mit 7 Ampere, so Last. Und da merkt man dann ganz deutlich, je höher der Strom ist, desto geringer wird die Leistung. Wie komme ich denn darauf? Leistung kann man hier daraus erkennen. Die Leistung nimmt daraus davon ab. Das heißt also, hier ist die Zeit, über die Zeit, wie dann die Entladekurve aussieht. Und hier haben wir die Spannung. Und ja, hier hat er dann aufgeschrieben, also wie hoch denn der Entladestrom war. Und nun, die Wattstunden, ja, also die Leistung des Akkus, das ist im Grunde genommen die Summe, die Summe der Einzelleistungen zu jeder Zeit, ne? Hier T, das ist ja eine zeitabhängige Geschichte, unterhalb dieser Kurve. Das heißt also, das, er hat ja hier bei 2,5 Volt aufgehört zu messen und er hat dann und hat gesagt, okay, hier unten drunter, das ist im Grunde genommen die Leistung. Und das heißt also, je langsamer ich entlade, desto mehr Gesamtleistung habe ich, desto mehr Fläche habe ich hier unterhalb der Kurve. Und ganz schnell abbrechen tut das eben in diesem Fall hier unter der Kurve mit der hohen Last. Was man zusätzlich sieht, ist, dass ja, ich sag mal, unterhalb von 3 Volt im Grunde genommen nicht mehr viel passiert. Also 3,5 Volt, ja, hier haben wir die 3 Volt, ja. Dieser kleine Zipfel da, der macht es nicht mehr. Und hier oben, da spielt die Musik in diesem Bereich. Ja. Genauso hat sich jemand dann auch mal die Mühe gemacht, viele verschiedene Akkus zu belasten und zu entladen. Ja. Unter anderem auch sowas hier. Ja, und einmal mit 1 Ampere Entladestrom und dann hinterher auch mit 2 Ampere Entladestrom. Und ja, das ist so im Grunde genommen, ich hätte beinahe gesagt, die Basis von vielen Foren, die sich darüber unterhalten, welcher Akku jetzt gerade, ich meine, das ist jetzt aus 2009 etwas gewesen, aus diesem Messerforum, also einem Forum von Leuten, die messen. Es kommt also sehr darauf an, was man da für ein Fabrikat hat, möglicherweise welche Charge man da erwischt. Und man sieht eben an diesen verschiedenen stark abfallenden Entladekurven, dass das also, ja, man kann was Gutes erwischen, man muss es aber nicht, nicht? Und dass der bei 2 Ampere Entladestrom dann teilweise die Leistung stark runtergeht, aber bei einem zum Beispiel hier, bei dem letzten KD2768, haben wir bei einem 1 Ampere Ladestrom eine deutlich geringere Kapazität wie auch Leistung wie bei 2 Ampere Ladestrom. Also völlig konträr zu dem, was wir vorher
gesehen haben. Wie gesagt, ein Akku ist auch nur ein Mensch, hat sein individuelles Eigenleben, also Innenleben, und das muss man natürlich auch dabei berücksichtigen. Und wie sieht denn dieses Innenleben denn überhaupt aus, beziehungsweise was muss man denn da berücksichtigen? Irgendwie hat man da schon was von gehört, das ist dann gefährlich, das geht dann in Rauch und Flammen auf, das ganze Ding kann man schlecht löschen, besonders die Autos müssen gleich in Wassercontainer eingestellt werden und. Ganz kompliziert. Ja, also einen brennenden Akku selber habe ich noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, ich habe mir schon Akkupacks zerschossen. Und damit das eben euch nicht passiert, deswegen nochmal ein paar Hinweise. Sehr schön hat das zum Beispiel ein User eines Forums bei Mikrocontroller zusammengefasst. 2017, ein Kai S. oder Kai 1986. Es geht da um die Entladespannung. Das heißt, wann sollte man aufhören, so einen Akku zu entladen? Ja, und so krepeln wir uns mal langsam da dran. So, hallo, deine Frage kann man so nicht beantworten. Das war eben die Frage, wann hört man auf oder wie sollte man die Entladeschlussspannung einstellen? Ja, also deine Frage kann man so nicht beantworten. Eine Lithium-Ionen-Zelle wird immer geschädigt, wenn sie in Gebrauch ist. Bei 18650er Zellen liegt die Grenze für die Entladung üblicherweise bei 2,5 Volt pro Zelle. Bei einigen neueren Zellen werden teils auch 2 Volt angegeben, 2,0 Volt. Mit den Standardwerten Laden bis 4,2 Volt und Entladen bis 2,5 Volt liegst du üblicherweise bei 300 Zyklen, die die Zellen überstehen, bis sie weniger als 80% ihrer Neukapazität haben. Wird die Ladeschlussspannung auf 4,1 Volt reduziert. Nochmal, wird die Ladeschlussspannung auf 4,1 Volt reduziert, hat die Zelle nur noch grob 80% Kapazität. Ja. Also, wenn wir uns mal das erste Teil hier anschauen. Ja. Das heißt also, dann wird eben diese Kurve etwas flacher. Also die geht dann nur bis hier unten. Ja. Wird hier also bis 4,1 Volt reduziert. Hat die Zelle nur noch grob 80% Kapazität. Dafür hält sie aber ca. 600 bis 900 Zyklen. Also 600 bis 900 Zyklen sind 2 bis 3 Mal so lange. Das ist von der Ladeschlussspannung abhängig. Weiter. Bei der Entladeschlussspannung verhält es sich ähnlich, wobei hier der Gewinn an Zyklen verhältnismäßig klein ist und das Ganze stark vom Entladestrom abhängt. Haben wir auch gesehen. Die Angaben der Hersteller werden üblicherweise mit 2,5 Volt, / 4,2 Volt und einem Lade- und Entladestrom von 0,2 C erfolgen. Also, was heißt das? Erklärt er sofort, bei einer 2000 mAh Zelle wären das 0,2 mal 2000, also 2000 mAh, das ist die Kapazität, also 400 mA. Das wäre dann der optimale Ladestrom. Also der Ladestrom, den die Hersteller dann auch anwenden, um die Kapazität dann anzugeben. So, ein verbreiteter Wert für die Entladeschlussspannung sind 3 Volt. Damit hat man den Vorteil, dass die Abschaltung nicht sonderlich präzise oder schnell sein muss und man sich beim Ladeprozess eine Pre-Charge-Phase sparen kann, womit der Lader wieder einfacher wird. Also no, wird dann billiger. Ja, damit hat er im Grunde genommen eine ganze Menge zusammengefasst in einem Kommentar, und diesem Kommentar wurde auch nicht großartig widersprochen. Das finde ich sehr schön, deswegen hatte ich ihn ja auch ausgedruckt. Warum und wieso das Ganze? Also die Zeitschrift CT, Computertechnik von Heise, im Heft 2 2014 hat also hier Strom to go, hat mal einen viel zitierten Artikel aufgelegt, so funktionieren Lithium-Ionen-Akkus, und die haben dann auch mal beschrieben, wie das dann im Inneren so im Einzelnen aussieht. Und
den könnte man sich dann auch gelegentlich mal reinziehen. Den gibt es ja ab und zu mal zum Downloaden, aber ja gut, man müsste ihn dann bei Heise direkt dann kaufen. Es gibt dann einige Herrschaften, die sagen, ja, alte Akkus, gehen wir da mal in Medias Res, alte Akkus wiederbeleben. Und davor warnen dann eben Experten. Wenn wir uns dann mal das Innere eines Akkus angucken. Ja, das ist also das Schema des Lade- und Entladevorgangs. Und das wäre im Grunde genommen ein innerer Aufbau, vergrößert von einer Akkuzelle. Und diese einzelnen Lagen sind ja als Vorbemerkung nur ganz dünne Folien im Grunde genommen, auf die dann eben zum Beispiel Graphit, Lithiumverbindung, Graphitverbindung oder Separator, die dann wechselseitig bzw. die dann da aufgewickelt werden. Das sind keine dicken Schichten wie zum Beispiel bei einer Bleibatterie. Ja, unter dieser Prämisse sollte man das Ganze so ein bisschen betrachten oder beachten, was er hier schreibt. Es geht dort auch um diese Entlade-Schlussspannung. Wenn man den Akku, so einen Lithium-Ionen-Akku, zu stark entlädt, dann wird eben von der Kathode, die zum Beispiel aus Kupfer besteht, und sich entlädt dadurch, dass Lithium-Ionen rüberwandern an die Anode, wird dann Kupfer mitgenommen und geht dann in den Elektrolyten rein. Und beim Aufladen, wenn dann die Anode zur Kathode wird und die Kathode zur Anode wird, ja, das ist nun mal so, ne? Also Kathode bedeutet ja nun etwas abgeben und Anode bedeutet etwas aufnehmen. Und beim Entladevorgang gibt die Kathode eben Lithium-Ionen ab und die wandern zur Anode. Und beim Ladevorgang, ja, dann geht das eben rückwärts. Ne? Dann ist eben die Kathode der Pluspol und die Anode ist dann eben der Minuspol. Der empfängt dann etwas, nämlich Lithium-Ionen. So habe ich das verstanden. Ne? Also. Diese Kupferionen oder Atome sind dann eben in dem Elektrolyten drin. Und das Problem ist dabei, das Kupfer selber, schreibt er hier auch, ist etwas rau, ist ganz klar. Nur beim Laden, dann setzt sich das Kupfer dann wieder ab, aber nicht an der gleichen Stelle, sondern knubbelt sich dann so ein bisschen und kann dann eben zu Dendritenbildung führen. Diese Dendriten sind natürlich dann metallisch. Kupfer halt. Die können dann durch diesen dünnen Elektrolyten auch durch den Separator wachsen und je nachdem, wie stark man es übertreibt, und dadurch einen Kurzschluss verursachen in der Zelle, was natürlich dann auch gegebenenfalls, also mindestens zur Zerstörung führt, vielleicht auch zum Brand, weil sich das dann aufheizt. Ganz klar. Und das ist eben das Gefährliche, deswegen rät er von der Wiederbelebung von kaputten Akkus ab. Klar, wenn man die hier jetzt trennt, dann misst man sie im Einzelnen aus und kann dann den Einzelnen, ist wahrscheinlich nur ein einzelner Akku, der hier kaputt ist, kann man dann rausholen und den dann durch einen anderen ersetzen. Okay, was für Bastler. Aber das ist das Prinzip von dem Akkuaufbau. Und wenn man das, ja, hier für jemanden, der noch mal sehen will, wie das dann funktioniert beim Laden bzw. Entladen, die Richtungen. Das Problem ist, wenn man das jetzt zusammenfasst mit dem, was zum Beispiel Heise schreibt und auch der Verfasser von dem Forumsbericht da, das Sinnvollste ist es, bei 3 Volt Entladespannung aufzuhören. Zellspannung, Einzelzellspannung, also Spannung bezogen auf die Einzelzelle. Und ja, ich hatte das ja vor 2 Jahren auch mal so gemacht, Kraft meiner Wassersuppe. Und
da hatte ich dann, die Artikel sind ja nun schon mal etwas älter, und dann hatte ich dann mal eingestellt, oh, 2,5 Volt ist ein bisschen knapp, haben sich einige dagegen ausgesprochen, andere dafür. 2,5 Volt, wie gesagt, und ah, ich sage 3 Volt, ja, da hast du ja kaum noch Kapazität und so. Das ist ja die zwischen 4 Volt und 3 Volt, da hast du nur 1 Volt, ein bisschen mehr vielleicht haben wollen. Und dann habe ich mir dann gesagt, ja gut, dann stellst du mal hier diese elektronische Last auf 2,7 Volt ein. 2,7 Volt pro Zelle. Das mal 5. Und da haben wir dann 13,5 Volt. Genau, 13,5 Volt haben wir dann als Spannung, als Ladestoßspannung für eine komplette, für einen kompletten Akku. Nochmal, die sind ja hier in Reihe geschaltet, 5 Stück. No. Ob das jetzt nun einreich ist oder zweireich, also das heißt hier, diese dicken Dinger sind eben zweireich. No. Das ist ja wurscht, da sind die hier einmal in Reihe geschaltet und dann parallel dazu zur Kapazitätserhöhung, und das dient ja hier zur Spannungserhöhung. No. So, und da habe ich dann gesagt, jo gut, dann lässt es bei 13,5 Volt. Ich habe dann hier ein Ergebnis mit rausbekommen. Nur dann waren hinterher 2 oder 3 von diesen Akku-Bugs kaputt. Also 2 waren, glaube ich, Backside, und einer war ein Nachbau-Akku von Makita. Ja, das kostet ja auch richtig Geld. Nicht? Und nochmal, zurzeit gibt es keine Backside-Akkus. Und 3 Volt ist dann schon, denke ich mal, die sicherere Grenze nach oben hin. Besser wäre es auch, wenn man, das haben wir ja auch gesehen, die Ladeschlussspannung einstellen könnte. Ja. Du kannst nur bei sehr wenigen Geräten dann tatsächlich die Ladespannung kontrollieren. Also hier zum Beispiel wären 20,6 Volt. Das ist ja ein frisch geladener Akku mit einem Nachbau-Akkugerät, Akku-Ladegerät. Das ist ja in Ordnung. Ja. Aber wenn das jetzt zum Beispiel 21 Volt sind, das sind ja schon wieder ein paar hundert Zyklen, die mir einfach gekappt werden durch das Ladegerät. Obwohl, ja, jemand, der eben professionell damit arbeitet, der sagt sich, hey, komm, mir kommt das nicht auf die Zyklen an, sondern mir kommt es darauf an, dass so ein Ding schnell geladen werden kann. Ich muss auch hoch belasten. Und ja, das sind dann für mich ganz andere Kriterien, ja, als im Hobbybereich, wo du eben kein Geld damit verdienst. Ist ja egal. Man kann, und jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Star des Abends, und dann hatte ich mir gedacht, okay, was für ein Gerät kaufst du dir denn da eigentlich? Also was für eine elektronische Last kaufst du dir eigentlich? Da habe ich mich dann für dieses Ding hier entschieden. Sowas hier, das gibt es immer noch für, also nach wie vor, das gibt es ja schon seit vielen Jahren, für ungefähr 50 bis 60 Euro. Oder etwas billiger dann halt mit kleineren Lüftern für irgendwie 40 bis 50 Euro. Der eigentliche Aufbau ist immer der gleiche. Es ist im Grunde genommen nichts anderes als eine nackte Platine, die steht auf 4 Füßen. Ja. Hier auf der anderen Seite ist so ein MOSFET, auf der anderen Seite hier. Nicht? Und der wird dann gekühlt durch so einen dicken Lüfter, in diesem Fall so einen Doppellüfter, der dann auch noch beleuchtet ist. Man hat hier verschiedene Anschlussmöglichkeiten und 2 verschiedene Möglichkeiten, den mit Strom zu versorgen. Einmal mit einem Hohlstecker, mit so einem Hohlsteckernetzteil bzw. mit Micro-USB-Anschluss kann man hier also auch über so ein Netzteil betreiben. Das ist kein Problem. Nur man darf die Stromversorgung nicht hier einstecken. Das sind hier einfach nur diese Messkontakte. Da kann man sich auch verschiedene Sachen auswählen, was man so gerne hätte. Hier stellt man einfach nur fein und grob
die Stromstärke ein. Das ist ja im Grunde genommen die Last, die Stromstärke ein, mit der das dann hier belastet wird. Und das ist schon ganz schön flott. Es gibt natürlich, muss ich dazu sagen, auch Edelbastler, die haben dann hier noch größere Kühler drauf gesetzt, teilweise auch mit Flüssigkühlung. Und da kann man dann noch mehr Ampere, und darauf kommt es ja an, noch mehr Ampere das Teil hier belasten. Und wichtig ist, wie gesagt, nur, dass dieser MOSFET da gekühlt wird. Was kann das Teil denn im Grunde genommen 0 bis 200 Volt messen? Mit einer Genauigkeit von 0,05 Volt bis 20 Ampere Strom. Der kann dann eben Temperaturen messen. Der kann natürlich auch die Zeit messen. Und das Schöne ist ja, es wird alles hier abgelesen. Hier vorne. Ich muss nicht wie bei einigen anderen Geräten, ja hier zum Beispiel, bei dem da muss ich dann hin und her schalten oder umschalten, was mir hier diese eine Segmentanzeige da, oder vier Segmentanzeige, was mir die dann aussagen soll, sondern hier habe ich alles auf dem Display. Das ist eben auch das Schöne daran. Natürlich sind diese Teile hier billiger. Ich bekomme hier natürlich auch gleich die Wattstunden angezeigt. Das, was für mich ja dann wichtig ist. Und ich kann hier in einem größeren Bereich natürlich auch die Belastung regulieren. Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Flex simulieren will mit 30 Ampere Entladestrom, was ich ja mal gemessen habe, dann reicht der noch nicht mal aus. Dann brauche ich ein viel größeres Gerät und ja, dann müsste ich hier den Kühler wahrscheinlich wechseln. Das würde wahrscheinlich auch gehen. Aber Scherz beiseite, wenn man eben diese hohen Ströme haben will, dann muss man natürlich auch die größeren und teureren Geräte sich anschaffen. Oder man sagt einfach, komm, mir reicht eine bestimmte Grundlast aus, damit ich eben einen vergleichbaren Wert habe. Das ist dann für mich wichtig. Oder dass ich dann eben sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel am 29.01.2019 das Teil hier gemessen. Das ist mit 6 Amperestunden angegeben, hat 5,74 Amperestunden, aber 100,78 Wattstunden. Damit habe ich, das habe ich allerdings runtergemessen bis auf 2,7 Volt damals, und jetzt habe ich es noch nicht wieder gemessen. Aber ich habe andere gemessen, die dann eben von zum Beispiel 2,8 Amperestunden auf 2,41 Amperestunden im Laufe von 2 Jahren runtergegangen sind. Natürlich nehmen die auch, das hat er auch geschrieben, Akku altert schon alleine dadurch, dass er da ist. Ja, deswegen ist das ja auch ganz interessant zu wissen, wann so ein Akku zum Beispiel gebaut wurde. Weil ab da finden ständig chemische Reaktionen statt und irgendwann ist dann Feierabend. Also, was wollte ich mit dem Ganzen nochmal sagen? Also man kann hier mit so einem Teil das Ding auch zerstören. Und die ursprüngliche Intention war ja auch, wo ich das hier jetzt nochmal aufgelegt habe, ich habe mir neue Akkus gekauft und da wollte ich einfach mal ausprobieren, hier 1,5 Amperestunden und zwar 27 Wattstunden steht da drauf. Ja, das ist wahrscheinlich diese Geschichte mit 2,5 Volt, 4,2 Volt. Und ich weiß, wenn das Nachbau-Makita-Ladegerät piept, dann ist der so bei 4,1 Volt die Gegend pro Zelle umgerechnet. Der hat dann eine Kapazität von 1,38 Amperestunden, bei der Zweitmessung 24,4 Wattstunden. Das heißt also, der hat dann weniger Nettokapazität. Also das, was ich sinnvollerweise da raushole, wenn ich das so ein bisschen länger nutzen will, dieses Teil. Diese Akkus sind ja auch relativ teuer. Ja, diese kleinen Akkus, die sind teilweise teurer als diese großen hier. Ja, ist halt so. Und da wollte ich dann eben auch mal sehen, was habe ich denn da gekauft. Aber wie gesagt, man kann sich diese Akkus sehr schnell kaputt machen. Man kann natürlich jetzt auch andere Akkus ausmessen. Natürlich auch diese hier oder die hier, das sind die von Bosch, das sind die von Parkside bzw. Exceed. Ja, also hier muss man dann eben irgendwelche Laschen oder hier so ein Stückchen Kabel dann da dran kleben, ja, damit man sie dann
damit man da irgendwie die Spannung dann bzw. den Strom abgreifen kann. Und hier kann man dann in die Kontakte irgendwelche Blechstreifen reinstecken oder man muss die komplett rausschieben aus dieser Hülse hier. Das ist dann ein bisschen komplizierter. Die hier sind ja einfacher, da steckt man einfach diese Streifen hier rein, wie ich das schon mal vorgemacht habe. Das ist also, wie gesagt, meine Art und Weise, mein Mittel der Wahl, um die Kapazität von diesen Akkus hier zu messen. Wenn du kleinere Sachen messen willst, dann kannst du das mit diesen USB-Sachen machen. Das ist also so für Powerbanks oder so mit einem Strom. Aber wenn du diese Akkus messen willst, dann würde ich dann doch sowas hier vorschlagen. Ist auch ganz einfach abzulesen. Das dient einfach nur zum Stillen meiner persönlichen Neugierde. Man muss eben aufpassen, dass man, wie gesagt, die Mindestspannung einstellt. Per Default ist die Mindestspannung 0 Volt und die Höchstspannung 300 Volt. Über die Höchstspannung kommen wir ja nicht drüber hinweg, weil das gibt uns ja der Akku vor. Aber wenn du 0 Volt einstellst, dann hört das Ding auch erst bei 0 Volt mit dem eingestellten konstanten Strom auf zu entladen. Und da machst du dir dann die Akkus mit kaputt. Weil ich hatte längere Zeit nicht mehr gemessen, war das auf den Vorwert wieder zurückgegangen. Und da hatte ich dann eben meine schönen neuen Akkus hier angeschlossen. Und dann waren die irgendwann mal, ja, hier sah man das dann auf dem Bildschirm bei, ja, so 16 Volt. Ne? Und da dachte ich, das dauert ja noch richtig. Ne? Ich habe die mit 2 Ampere entladen. Da dachte ich, das dauert ja noch was. Ne? Und plötzlich, da ging ich dann ging ich da weg. Und dann kam ich wieder und dann waren die bei 11 Volt. Ich dachte, ach du Scheiße, jetzt hast du das Ding kaputt gemacht. Nee, kann doch überhaupt nicht sein. Und dann nochmal ganz schnell geguckt, wie stellst du das jetzt hier wieder ein? Du hast doch da eine Spannungsbegrenzung. Und Gott sei Dank, ich habe die nicht kaputt gemacht dadurch. Aber man sieht an den Entladekurven, dass es nichts bringt, wenn man die jetzt weniger als 2,5 Volt oder auf, also nach meiner Erfahrung bringt es überhaupt nichts, auf 2,5 Volt zu entladen pro Zelle, weil das Risiko, dass du wieder was kaputt machst, ist einfach zu hoch, meiner Meinung nach. Und ich würde da tatsächlich bei 3 Volt aufhören, weil das geht dann rasant. Rasant geht die Spannung runter. Also das ist nicht nur diese Kurve über die Zeit, ne, wie sie da von anderen Kollegen dann aufgezeichnet worden ist, sondern auch in der Praxis. Da kannst du wirklich gucken, wie das Blob abfällt. Es ist irre. Also deswegen sollte das Gerät immer eine Abschaltung haben. Nicht, dass du dann dabei sitzt, wirst zu irgendwas gerufen. Du brauchst nur eine Minute weg sein und schon ist so ein Akku im Eimer, möglicherweise. Und dann ist entsprechendes Geld auch futsch. Also das macht keinen Spaß, kann ich auch nicht empfehlen. Also empfehlen kann ich dann dieses Gerät hier, das hat dann eben die entsprechenden Möglichkeiten, das einzustellen. Ich finde das ganz gut. Wenn ich das immer mit den gleichen Geräten messe, dann habe ich ja wie gesagt eine vergleichbare Messung und darauf kommt es ja an. Das ist etwas, woran ich mich dann so ein bisschen orientieren kann. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob jemand das, ja, ich sag mal, besser bzw. genauer und einfacher noch hinbekommen kann mit seinem Equipment, wo ich genauso schnell und einfach diese Werte ablesen kann, genauso preiswert das Ganze machen kann. Das würde mich freuen, wenn ich so etwas sehe. Und jetzt gucken wir uns mal so das Ganze hier in der Praxis an. Wir messen jetzt mal bei unserem neuen Makita Nachbauakkus die Kapazität, und zwar hier mit einer elektronischen Last. Die elektronische Last ist hier über zwei, ja, Alubleche an den Plus- und am Minuspol jeweils da reingesteckt. Hier, ich nehme mal ein größeres Teil so da rein. Plus und Minus.
Man kann auch ersatzweise, hier, ich habe mir da mal so Kabelchen, ein dreiadriges Kabel entsprechend zurecht geschnitzt, das kann man auch hier so reinstecken. Man kann aber auch Plus und Minus hier mit abgreifen und hier an USB-A Eingang stecken. Da hat er hier separaten Eingang. Oder man nimmt auch noch mal zwei Krokodilklemmen da dran und schraubt die dann hier rein. Und ich habe das so gemacht, ich habe zwei separate Messschnüre genommen, Krokodilklemmen hier auf diese Anschlüsse plus minus, hier plus minus auf den Akku gemäß der Bedienungsanleitung hier von dem Teil. Das ist eine elektronische Last, die bis 20 Ampere geht, kann man so regeln. Und dort wird dann Folgendes gemessen. Gucken wir uns das mal an. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt irgendwie hin, dass das nicht blendet und trotzdem ablesbar ist. Ich hoffe, ja. Und zwar haben wir zurzeit eine Spannung von 17,8, 17,9 Volt mit einem Ladestrom oder Entladestrom von 2 Ampere. Wir haben, das ist 36 Watt, das ist kumuliert. Wir haben jetzt aktuell bei der Messung, die Messung läuft seit 17 Minuten. Und zwar, boah, das blendet ziemlich, ne? Mich auch. Und zwar haben wir 11,21 Wattstunden. Das zählt drauf und 0,6 Ampere Stunden. So, das kann man hier durchblättern mit dem großen Taster. Die beiden Potis sind einstellbar. Das ist der Entladestrom grob, Entladestrom fein. Hier sind noch zusätzliche Anschlüsse: USB, Micro, Micro USB, Mini USB, USB-C, um dort Strom zu messen. Hier ist der Taster, um durchzuschalten. Und zwar hier der maximale Spannung, 300 Volt. Das ist für uns jetzt nicht wichtig. Wichtiger ist, dass das bei 15 Volt abregelt. Das heißt, wir haben ja hier einen einreihigen Akku und der einreihige Akku, jede Zelle sollte mit maximal 3 Volt belastet werden, beziehungsweise bei 3 Volt abschalten. Und das bedeutet auch, mal 5 sind 15 Volt. So, das ist das nächste Display in Chinesisch. Das ist auch ein Anzeigedisplay. Da ist das gleiche. Und das ist auch eine Möglichkeit, das darzustellen. Und ich stelle mir das halt dann so ein. Damit habe ich dann eben eine Übersicht über das, was das Gerät so gerade macht. Und mit 2 Ampere Ladestrom ist das Ganze dann so etwa eine gute halbe Stunde unterwegs. Das heißt also, jetzt nochmal so um die, sind 20 Minuten vergangen, jetzt nochmal so irgendwo zwischen 15 und 20 Minuten, und dann dürfte dieser Akku hier bis auf 15, von 20 bis auf 15 Volt entladen sein. Und dann wird hier dann die entsprechenden Werte angezeigt, in erster Linie Amperestunden und die Wattstunden. Das interessiert uns ja am meisten. So, wir nähern uns jetzt den 15 Volt, also 15,7, das geht jetzt relativ schnell. Wir sind schon fast 40 Minuten am Entladen, 30 Grad ist hier am Widerstand zu messen. 1,34 Amperestunden haben wir bisher und 23, fast 24 Wattstunden haben wir schon
dort rausgenommen. Der alte Wert beim ersten Mal laden war 1,27 Amperestunden und 22,11 Wattstunden. Das heißt also, jetzt beim zweiten Durchgang ist das doch deutlich mehr. Ja. Und wollen wir mal sehen, wenn es jetzt auf 15 Volt geht, müsste er gleich abschalten. Da ist es. Ja. 15 Volt. Und ja, dann schaltet er die Last ab. Er generiert sich wieder auf 16,2 Volt. Aber wir halten fest, 1,37 Amperestunden Kapazität und 24,35 Wattstunden. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. So, by the way, ich werde jetzt noch mal so ein No-Name 5 Amperestunden Akku, also so ein zweireihigen. Ursprünglich war ja hier der einreihige Akku, 1,5 Amperestunden. Jetzt einen zweireihigen Nachbauakku, den habe ich mal am 27.01.19 mit 2,8 Amperestunden gemessen. Kapazität, und mal sehen, ob er jetzt was gewonnen oder verloren hat. Natürlich aufgeladen, wie immer. Hier schiebe ich mal die Fläche da rein. Die Klemmen da dran. So, jetzt das Gerät einfach mal einschalten. Mal Reset durchführen. 0. 19,8 Volt, das passt. Ist gerade aufgeladen worden. Jetzt fängt der Timer wieder neu an. Die Wattstunden sind auf 0 gesetzt und die Amperestundenkapazität ebenfalls. Ja, und dann wollen wir mal sehen, was das Ding so bringt.